Ja, hallo. Ja, das wird heute auch nur wirklich ein kleines Video. Stopp! Das wird doch kein kurzes Video. Ja, mir sind so viele Sachen über den Weg gelaufen. Oft bei den 100 Kilometern. Ich glaube, da wird das Video doch ein bisschen länger. Also, schön dranbleiben, ne? Ja, hallo. Ja, jetzt melde ich mich hier vom Canale Grande. Geplant ist heute großartig nichts. Ich habe einfach mal die Kamera mitgenommen und wenn was Gutes kommt, halte ich mal drauf. Heute möchte ich 100 Kilometer für Strava abreißen, gibt es eine virtuelle Medaille. Ja, und dann nochmal an alle, die mich jetzt alle abonniert haben. Ja, vielen Dank dafür. Ich bin ja jetzt über 500 Abonnenten. Ja, Arsch rein. Ja, da hoffe ich, dass das so weitergeht. Nochmal vielen Dank dafür. Ja, und wie gesagt, wenn ihr Bock habt, kommt einfach mal mit. Wird bestimmt eine lustige Tour. So, dann bis gleich.
Ja, das waren jetzt mal so ein paar Drohnenaufnahmen vom Schiffshebewerk Henrichenbrück. Und weiter geht's. Ja, nach dem Dortmunder Emskanal und dem Schiffshebewerk Henrichenbrück fahren wir jetzt ein kurzes Stück am Rhein-Herne-Kanal lang. Ja, und danach biege ich dann ab auf den Dattelhamm-Kanal. So, jetzt hier noch ein paar Bilderchen vom Rhein-Herne-Kanal. Ja, jetzt sind wir am Dattelhamm-Kanal angekommen. Oh ja, hier mal so ein paar Bilderchen vom Dattelhamm-Kanal. Ja, heute gönnen wir uns mal was. Einmal schönen Krombacher Rale alkoholfrei und dazu natürlich passend eine schöne Bratwurst mit Brötchen.
Ja, wir haben jetzt kurz vor eins und jetzt habe ich fast 50 Kilometer abgerissen, also fast die Hälfte. Ja, dann mache ich jetzt mal so eine zünftige Brotzeit und dann geht es hier gleich weiter. So, bis gleich nach dem Essen. Ja, nach der leckeren Bratwurst gönne ich mir jetzt noch mal einen kleinen Nachtisch. Ja, nach einer kleinen Pause geht's jetzt weiter. Jetzt stehe ich hier in Lünen im Seepark, schön hier in dem See und kühle mich erstmal so ein bisschen ab, bevor es gleich weitergeht. Das rein hier. Also Daumen hoch. Ja, nach dem kulinarischen Highlight und der Abkühlung sagen wir Tschüss, Lüner Seepark, und weiter geht's. Ja, jetzt fahre ich hier so zwischen die Felder. Ja, und dann habe ich hier was entdeckt. Und das zeige ich euch jetzt mal. Ja, hier so ein schönes Feld.
wir mit Erdbeeren. Ja, da werde ich mir jetzt mal ein paar rauspicken. Rein hier. Ah, jetzt gibt es noch einen kleinen Nachtisch hier. Frisch gepflückte Erdbeeren. Ja, mal sehen, wie die schmecken. Ja, umsonst und frisch vom Feld. So schmecken die immer am besten. Mmh. Ja, richtig schön süß. Passt rein. So, dann geht's gleich weiter. Bis gleich. Mmh, lecker. Ja, tschüss Erdbeerfeld. Weiter geht's. Ja, auch so ein kleines Highlight hier auf meiner Strecke. Das Wildgehege hier im Ortsteil Brechten. Lohnt sich auf jeden Fall auch mal zum Spazieren gehen. Ja, und weiter geht's.
Ja, nochmal ein kleiner Drohnenflug vom Emscher Rückhaltebecken hier in der Mengener Heide. Ja, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß damit. So, und jetzt mache ich mich so langsam wieder auf den Weg nach Hause. Jetzt habe ich noch gut so 13 Kilometer. Oh, und dann melde ich mich gleich nochmal von der Strecke. Bis gleich. Ja, jetzt braucht ihr auch hier so ein bisschen was zusammen. So, ab 17 Uhr soll es ja regnen. Aber ich denke mal, dass ich das heute im trockenen Zustand noch bis nach Hause schaffe. Hier noch mal so ein paar Bilder von den Wolken, die sich jetzt hier so zusammenziehen. Ja, Garmin Challenge da schon. Strava Challenge abgeschlossen, 100 Kilometer abgerissen. Jetzt brauche ich noch 2 Minuten bis nach Hause. Und deswegen einfach kurz und schmerzlos. Tschüss! Bis zum nächsten Mal. Euer Jörg, der Gravel Rider.